Ich möchte euch das Projekt Nesolution vorstellen. Mein Name ist Günther Jehner, bin Softwareentwickler bei Spectral Physics und Lehrer an der HTL Rankweil. Viele kennen den Mann. Der Mann da ist der Charles Darwin. Von Biologie und so weiter kennt man. Ich möchte heute zwei Themen so ein bisschen zusammenführen. Einmal Charles Darwin. Und das Ding da, das Ding ist ein Chip, quasi das sogenannte Dye, das ist einfach ein Silizium-Chip. In dem konkreten Fall ist es ein CPU, ein 6502, ist 1975 von MOS entwickelt worden. Und jetzt möchte ich dir zwei Themen ein bisschen zusammenführen und die Frage ist, wie können wir das zusammenführen? Okay, danke. Ich weiß nicht, wer da die Verbindung dazwischen erkennt. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, die Verbindung dazwischen ist Super Mario. Super Mario ist von Nintendo 1985 entwickelt worden. Ich bitte noch einmal kurz um Ihre Aufmerksamkeit. Bei den Probier-PCs ist ein Handy liegen geblieben. Könnte hier am Infodesk abgeholt werden. Vielen Dank. Okay. Charles Darwin hat die Evolutionstheorie gemacht. Survival of the Fittest ist quasi deren Ausspruch, also Organismen entwickeln sich weiter und im Prinzip überlebt der stärkste Organismus. Machen wir einen Schwenk zum Prozessor, MOS 6502 ist verwendet worden in verschiedenen Geräten, 1977 von Apple, der Apple II, also Apple I hat auch schon den 6502 drin gehabt. Da haben wir den Atari 800, also bekannter Prozessor. In der Vergangenheit war das so der Prozessor, was heute x86 ist, war früher eben der 6502. Ist in der Vergangenheit viel verwendet worden, aber nicht nur in der Vergangenheit, auch in der Zukunft wird er verwendet. Skynet baut den D800 Terminator, auch bekannt. Ist im Jahr 2029 wird das entwickelt. Da sieht man quasi einen Screenshot vom Film, ist 6502 Assembler Code. Es geht dann noch weiter, 2996 wird dann Bender entwickelt und wie man da sieht, der an 6502 drin. Also ziemlich beliebter Prozessor, wird über extrem große Zeitspanne verwendet. Wir beschäftigen uns mit dem Nintendo, der 1983, also NES-System, Nintendo Entertainment System von 1983. Gehen wir ein bisschen in Softwareentwicklung ein. Was ist eine Emulation? Eine Emulation ist im Prinzip einfach das Simulieren von irgendwelchen Hardware-Komponenten oder auch Software-Komponenten. Also Emulation kann man auf verschiedenen Ebenen machen. Da sehen wir den Schaltplan vom NES, also ist der Prozessor ist drin, Grafikprozessor quasi, wenn man das so nennen kann, ist auch drin. Das ist der komplette Schaltplan und man kann die Schaltung oder das, was da dahinter ist, jetzt emulieren, was viele Möglichkeiten bietet, deswegen kann man auf heutigen PCs oder Raspberry Pi gibt es Projekte und so weiter, eben alte NES-Spiele spielen und auch von verschiedensten anderen Plattformen. Ein so ein Emulator für das NES-System hat Michael Fogelman geschrieben. Der Emulator ist in Go geschrieben, also Go kennen vielleicht ein paar Programmiersprache, die sehr auf Multithreading oder dass man einfach die Rechenpower auf mehrere Prozessorkerne verteilen kann, ausgelegt. Er hat dann einen Nintendo-Emulator geschrieben, das mir dann sehr nahe gekommen ist für das Projekt, was ich machen möchte. Ich hab das Projekt erweitert und habe die Möglichkeit dem Emulator gegeben, ein bestimmtes Pattern an Tasten, quasi, die man in den Controller drückt, einfach abzuspielen. Also da sehen wir die Zeitachse, wir sehen A, B, die Knöpfe, Left, Right, Up und Down. Man kann so ein Pattern definieren und das dann abspielen. In dem Pattern kann man dann jeweils Änderungen vornehmen, entweder Tastendrücke hinzufügen, Tastendrücke entfernen oder ganze Blöcke einfach wegschneiden. Das sind so die Veränderungen, die man machen kann. Machen wir angewandte Evolutionstheorie. Was ich machen wollte, ist, dass ich einen Algorithmus entwickeln kann, der einem Computer beibringt, Nintendo-Spiele spielen zu können. Also der soll selber herausfinden, wie muss ich jetzt die Taschen drücken, damit ich entsprechend ins Ziel komme. Dazu schauen wir uns die Punkte der Evolutionstheorie oder die Mechanismen an. Einmal Reproduktion. Reproduktion ist am PC ziemlich einfach. Man kann die
Daten ziemlich einfach kopieren. In unserem Fall sind das die Taschendrücke. Die werden einfach kopiert, in 10 Ausführungen zum Beispiel. Und dann ist der nächste Schritt die Variation. Die einzelnen Patterns werden verschieden variiert. Also es wird einfach rein zufällig werden Taschendrücke verändert. Und dann, wichtiger Punkt, ist die Selektion. Es wird geschaut, welches von den Pattern jetzt das bessere ist. Dazu gibt es einen sogenannten Scoring-Algorithmus, den kann ich selber definieren. Und der sagt einfach, okay, ich schaue mir einfach die X-Position von Super Mario zum Beispiel an und je höher oder je weiter rechts Super Mario kommt, desto mehr Punkte bekommt er. Also er probiert alle 10 Variationen aus, nimmt das, wo er weiter nach rechts kommt, als Basis für die nächste Iteration. Also es werden dann wieder 10 Varianten gemacht, wieder 10 Veränderungen jeweils und wieder geschaut, welche davon ist die bessere. Das Ganze schaut dann so aus. Das ist jetzt die erste Iteration, er läuft nach rechts. Also von den 10 Varianten war das die beste, nicht sonderlich glücklich. Iteration 11 schaut dann schon so aus, dass er relativ gut funktioniert. So, die 11 Iterationen hat er in circa 3-4 Minuten gerechnet. Also es wird auf mehrere Prozessorkerne ausgelegt und geht relativ flott. Das kann man auch für, da sieht man manche Sachen, die er denn komisch macht. Ihn interessiert nicht, was Gegner oder was Hürden sein. Er ist ja nicht gesprungen, sondern hat den Gegner entsprechend schlau genutzt. Solche Sachen kommen auch raus. Da sieht man jetzt ein bisschen komplexeres Level, das er durchläuft. Und das wird einfach Schritt für Schritt, er fängt mit einem Lernpattern an und erweitert das Schritt für Schritt weiter. Für das Pattern habe ich jetzt ungefähr 4-5 Stunden rechnen lassen. Und schaut ziemlich beeindruckend aus. Vor allem, weil der Algorithmus null Ahnung hat, was er eigentlich macht. Ich gebe ihm nur das Feedback, okay, das sind die Punkte. Funktioniert nicht nur für Super Mario, funktioniert auch zum Beispiel für Gradius. Da habe ich eine zusätzliche Schwierigkeit einbaut, ich lasse ihn nicht angreifen. Entschuldigung, nicht abwehren, das heißt ja politisch korrekt abwehren, nicht angreifen. Also er kann sich nicht verteidigen und entsprechend muss er den Hindernissen ausweichen. Das waren jetzt ungefähr 12 Stunden für die Sequenz, er schafft es auch nicht ganz fertig. Aber also ist wesentlich komplexer, vor allem mit dem Hindernis, dass er sich nicht verteidigen kann. Okay, so viel kurz zu dem Projekt. Das Projekt steht auf GitHub wie andere Projekte von mir. Ich lade jeden ein, der sich es anschauen will, probieren will, andere Spiele, Scoring-Algorithmen entwickeln und so weiter, das sich einfach mal anzuschauen, bei Fragen einfach jederzeit melden. Ich habe um 15 Uhr, kann ich noch ein bisschen Werbung machen, noch einen weiteren Vortrag über Webseiten, Generatoren. Hat denn nichts mit den evolutionären Algorithmen zu tun, aber freue mich, wenn ihr dort auch vorbeischaut. Okay, danke.